Dann kommen wir, wie gesagt, zu diesen 5 Kandidaten, die es geschafft haben, ins Nationalteam. Auf dem 5. Platz der Janis Freiburghaus, Eschert, Kanton Bern. Ist das Johannes Teschler, Oberutzwil, Kanton St. Gallen. Wir kommen zum Podest, Platz 1 bis 3. Auf Platz 3 ist der Jan Wechsler, Hergiswil, Kanton Luzern. Auf dem 2. Platz ist der Dominik Brüdisauer aus Haslet, Appenzell-Innerrhoden. Meister 2021, der Severin Lanter aus Biessenhofen, Kanton Thurgau. Herzlichen Dank für die super Leistung, die ihr gebracht habt. Nochmal an dieser Stelle, danke vielmals. Damit Sie uns Werdenberger jetzt nicht vergessen, wo wir waren die ganze Woche, haben wir uns entschlossen, vom WBU aus jedem
Teilnehmer quasi Ehrengaben zu überreichen. Für mich fängt mittlerweile damit an. Ich hoffe einfach, Sie dann nicht gerade eure Erben danach zerklingern mit dem, aber es soll bitte jeder Name von uns 6 Gewerbevereinspräsidenten und Präsidentinnen. Also hier geht bitte als Erinnerung an Swedenberg. Tschüss zusammen. Sieger, wie fühlt man sich? Stimmt ab. Nicht erwartet. Du warst immer so cool gewesen. Bist du von Anfang bis zum Schluss immer so cool gewesen? Ja, am Schluss ein bisschen Stress gehabt, aber genug früh fertig geworden. Das Dach war das Schwierigste gewesen, im Jahr, ja. Und ist der Gang bei den Bauerzimmermann, weißt du, beim zweiten Teil, bei der zweiten Verbindung? Ja, ich war nicht der Schnellste gewesen, aber hast es zusammengebracht. Hat das eine Rolle gespielt? Hast du viele Leute am Donnerstag? Ist gleich ein bisschen Lux dort natürlich? Ja, das war mal gleich. Okay. Also es ist noch wichtig, dass man cool bleibt. Ja. Ja. In dem Fall Gratulation. Wie fühlt man sich das so? Gut, ja. Gratulation von den Kollegen, nehme ich an. Ja. Und ihr auch stolz auf ihn? Ja, auf jeden Fall. Ja. Haben Sie ihn irgendwie unterstützt? Das ist ja so mental. Solche Lehrlinge sollten wir mehr haben. Was meinst du? Solche Lehrlinge sollten wir mehr haben. Kriegt das mehr Läufer? Ja, auf jeden Fall, ja. Hast du gehört? Ja. Verhandlung, komm, was gibt es mehr? Ja, 7,5 so etwa. Was, 7,5? Echt wahr? Zu wenig. Wie ist es gelaufen? Perfekt, super, sensationell. Die Kandidaten haben alles gegeben und super. Atmosphäre gesehen, perfekte Bütze gemacht von unserem jungen Nachwuchs. Ist er knapp am Schluss? Rein von der Punktzahl kann ich es noch nicht genau sagen, weil wir sind ein bisschen im Stress gesehen und kann nicht genau sagen, wie gross die Differenz ist vom ersten zum zweiten Platz. Aber der erste Platz hat ein super Modell abgeliefert. Ja. Das Dach war noch eine Herausforderung. Ganz genau, das Dach hat ganz klar einen Haufen Schwierigkeiten von Verbindungen gehabt. Aber da haben sie bravourös gemeistert. Und der zweite Power, sind wir mal, die Verbindung haben ein paar auch nicht hergekriegt, gell? Ganz genau, das war auch sehr anspruchsvoll, rein von der Darstellung oder respektive vom geometrischen Vorstellungsvermögen. Und da hat schon noch ein bisschen Herausforderungen gebraucht. Aber auch der hat teilweise ganz gute Sachen gegeben. Aber wirklich so ein Wettbewerb bringt etwas, haben wir beobachtet, zwischen dem ersten und zweiten Powerzimmermann haben die Kandidaten anders reagiert. Sie haben beim zweiten mehr überlegt, haben mehr Pläne angeschaut, haben mehr gezeichnet, haben weniger schnell angefangen zu sägen. Also die Tipps haben gleich etwas gebraucht, oder? Ja, das ist klar. Und die Kandidaten tauschen sich natürlich auch in der Pause vom Wettkampf natürlich aus. Und ja, da wird einander unterstützt. Wenn Fragen sind, dann schauen sie, dass sie einander ein bisschen unterstützen können. Sicher aus dem ersten Powerzimmer haben sie es mitgenommen für die zweite Aufgabe. Für dich ein Problem, dass Knappenzeller so besteht? Überhaupt kein Problem. Ich bin glücklich, dass wir wieder 12 junge Berufsleute in der Schweiz so können generieren konnten. Das spielt für mich keine Rolle. Ob es da ein Appenzeller, ein St. Galler, ein Thurgauer oder ein Berner oder ein Roma ist, spielt mir gar keine Rolle. Ich bin stolz auf die jungen Leute. Wir können einfach Danke sagen, dass wir heute noch junge Leute haben, die da mit Herzblut ausüben und nicht danach fragen, ja, was komme ich denn über, wenn ich das mache.